Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Fanny Tank. Und ich unterhalte mich heute zur Abwechslung mal mit einer Pianistin. Eloise Bella Kuhn, gebürtig aus Frankreich, pendelt mittlerweile zwischen Paris und Wien, wo sie auch studiert hat, wobei ihr neues Album, heute erscheint es, deutlich die Pariser Seite betont. Klavierkonzerte von Ravel und Massenet sind da zu hören, im Fall von Massenet sogar zu entdecken. Parisienne heißt das Album. Eloise, wie ist dieser Titel zu verstehen? Bist du die Parisienne? Eine sehr gute Frage. Genau, also ich bin in Paris geboren tatsächlich. Aber die Idee ist, dass interessanterweise sind Massenet und Ravel beide ursprünglich aus der Provinz in Frankreich. Ravel kommt aus dem Pays Basque, das ist neben Spanien. Aber natürlich damals hat sich sehr entscheidende Sachen eher in Paris passiert. Und für mich, es war irgendwie die Gelegenheit, die französische Musik zu verteidigen und vor allem dieses Klavierkonzert von Massenet, der fast Vergessenes ist, zu präsentieren. Wenn es fast vergessen ist, ist die erste Frage, wie bist du dann darauf gestoßen? Also es war Ende 21, ich hatte eine Konversation mit einem Freund in Paris und er hat mir gesagt, du solltest dieses Stück vielleicht schauen, vielleicht ist es etwas für dich. Und ich muss sagen, um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen misstrauisch, weil sehr oft würde man denken, dass die vergessenen Stück es verdienen. Und es gibt dafür einen bestimmten Grund, und dass sie nicht gut sind oder nicht wertvoll sind, gespielt und gehört zu sein. Aber wenn ich es entdeckt habe, war ich sehr schockiert, weil ich fand es sofort sehr schön, sehr interessant und sehr tiefe Musik. Und dann war es ein bisschen ein Rätsel für mich, wieso wurde es vergessen? Und ich wusste sofort, ich möchte es in der Zukunft spielen und präsentieren zum Publikum. Aber ich habe auch ein bisschen recherchiert, wieso, was erklärt diese Rätsel, wieso wurde es nach der Premiere quasi in Vergessenheit geraten. Und es gibt dafür mehrere Hypothesen. Es geht auch mit dem Zusammenhang von dieser Epoche. Damals war es das Instrumentalkonzert irgendwie nicht eine sehr geschätzte Form der Musik, weil es war zu viel mit der Kult der Personalität verbunden. Und es gibt auch eine andere Erklärung. Und zwar, dass der Pianist, die Premiere gespielt hat in 1903, war damals ein sehr bekannter Pianist. Er war auch, also Saint-Saëns und Tchaikovsky haben ihm auch Klavierkonzert gewidmet und er war sehr angesehen. Aber er war über 60 und angeblich zu diesem Zeitpunkt war er vielleicht nicht ganz in Form pianistisch. Und es kann sein, dass die Begegnung zwischen Publikum und das Stück hat nicht so gut funktioniert, vielleicht deswegen. Aber es ist schwer zu schätzen. Aber einige Leute im Publikum haben damals gesagt, Louis Demers sei ein Pianist, langweilig wie der Regen. Die Leute, die im Saal waren während der Uraufführung. Ah, okay. Also ist einfach der gesamte Kontext negativ abgespeichert worden. Massenet war ja vor allem als Opernkomponist oder ist heute vor allem als Opernkomponist bekannt. Würdest du sagen, dass man die Oper auch hört in diesem Klavierwerk? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also man spürt, dass vielleicht es war nicht eine Spezialität, sehr kleine Motive zu entwickeln für eine Symphonie oder ein instrumentelles Werk. Aber trotzdem, man spürt diese Lyrik, es ist schon sehr anwesend, seine Musik, und die Emotionen sind sehr tief und das findet man natürlich auch in der Oper. Das andere Klavierkonzert, um mal die bisschen bekanntere Seite auch ranzuholen, ist von Ravel. Der hat zwei geschrieben, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und du hast jetzt dein Lieberes aufgenommen, oder? Ich muss ganz ehrlich sein, es gibt, also das andere Klavierkonzert von Ravel ist für linke Hand.
Und es wurde damals komponiert für einen Mann, der wurde verletzt während des Krieges und nur eine Hand hatte, Wittgenstein. Und ich habe Angst vor linker Hand Repertoire, weil ich denke, es ist unglaublich fördernd physisch. Und es gibt sogar Geschichten von Pianisten, die Tendinit gekriegt haben, weil sie so viel geübt hatten, nur eine Seite. Und wenn ich das vermeiden kann, ich will das nicht spielen, ich habe ein bisschen Angst dafür. Und man muss dazu sagen, das Klavierkonzert in G-Dur ist ein absolut Meisterwerk. Und auch bekannter, oder? Es war nach der Premiere sofort ein Erfolg und es wurde von Marguerite Long damals uraufgeführt und Ravel war am Pult als Dirigent und es hat in 20 Städten sofort Erfolg, also es war ein Planetenerfolg und es ist seitdem nie mehr aus der Kernrepertoire weggegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, zwei französische Konzerte, zumindest die Komponisten. Das Album heißt Parisienne. Du bist Französin und sagst auch, es ist schon in gewisser Weise eine Mission für die französische Musik. Das stimmt. Ich denke, also ich lebe eigentlich seit fast 10 Jahren teilweise in Wien, also zwischen Wien und Paris. Und ich denke, im Ausland zu leben, verstärkt meine Liebe zu französischer Musik und diese Idee, dass ich möchte es gern exportieren und verteidigen. Was ist für dich das besonders Französische? Das ist ja eine, für mich zum Beispiel wäre es gefährlich, sowas zu sagen. Das ist sehr französisch. Dann würde man sagen, ja, wie meint die das? Aber vielleicht kannst du als Französin das doch irgendwie beschreiben. Also das allgemeine Klischee wäre, dass alles, was französisch ist, ist raffiniert und sehr fein. Aber also, es ist mehr kompliziert als das. Was ist interessant in diese zwei Klavierkonzerte, ist, dass wir sind genau zwischen der Belle Époque und der Goldene 20er. Also die Konzerte von Ravel wurde Anfang der 30er geschrieben, also am Ende der Goldene 20. Und Paris damals war quasi die Hauptstadt intellektuell und künstlerisch der Welt. Und es gab auch diese Idee, dass die Vergnügung war nicht mehr, sollte nicht mehr gering geschätzt werden, sondern es war quasi die Quintessenz der Mentalität. Also es gab eine große Ablehnung von der wagnerischen Einfluss und die Musiker wollten eine Musik, die nicht mehr so ernsthaft ist, sondern mehr verspielt. Und man kann es irgendwie so erklären, aber es gab sehr viele Parameter, die nicht nur mit der Musik zu tun hatten. Man kann sagen, der Höhepunkt der Belle Époque war im Jahr 1913. Das war der Jahr von Le Sacre du Printemps, etc. Aber es gab auch, also viele Musiker haben sich befreit von der strenge Regeln der Tonalität, aber selbe Sache mit der Dichtung. Also die Dichtung war nie, also hat sich befreit von der Reim, auch für den Roman, es hat sich befreit von der Handlung und etc. Es ist mit allen Künstlern so ungefähr dieselbe Vorgehen. Aber ja. Das war damals eine Kunst-Kulturinsel, kann man sagen, ist es wahrscheinlich heute immer noch Paris im Vergleich zum restlichen Frankreich, genauso wie Berlin im Vergleich zum restlichen Deutschland und so weiter, New York, London. Wie würdest du sagen, lebt es sich heute, auch wenn du nur pendelst, in Paris, so als klassische Musikerin, hast du das Gefühl, es ist was übrig oder es kommt wieder sowas? Ich muss sagen, ich denke, es hat sich seit der Belle Époque sehr geändert. Und Paris ist nach wie vor ein Weltstadt und sehr, sehr viel Elektrizität. Und es ist natürlich sehr aufregend, dort zu leben. Aber was klassische Musik betrifft, ich würde sagen, Wien oder Berlin eigentlich sind noch dichter. Also in Wien zum Beispiel, es ist ungefähr die Größe von einer Provinzstadt in Frankreich. Und ich würde sagen, was Musik, klassische Musik betrifft, es passiert quasi mehr. Es ist mehr los als in Paris. Aber natürlich, es ist sehr angenehm und sehr inspirierend. Vor allem, ich würde sagen, optisch, Paris hat sich nicht so viel geändert seit der Belle Époque. Seit eigentlich die Haussmann-Architektur, das kann man noch sehen in der Straße. Es ist sehr uniform und das ist natürlich sehr inspirierend, dort zu sein. Aber Wien ist auch sehr inspirierend und Berlin auch. Also einfach sehr anders. Ich frage das auch, weil ich öfter, wenn ich mit französischen Musikerinnen oder Musikern spreche, das Gefühl habe, dass die restliche Welt, sozusagen der Tellerrand, ist nie nur die Musik, sondern viele sind sehr
gut gebildet in Literatur und Kunst. Und also das scheint mir immer noch so eine Art französischer Geist. So, das ist so alles eins. Ja, damals war irgendwie sehr wichtig, also zurück zu der Belle Époque, sehr wichtig, dass die Leute, die jungen Künstler, die Maler, die Dichter, sollten ihre Lehrjahre einfach bei der typischen Pariser Café verbringen. Das heißt, La Rotonde oder La Coupole, die sind sehr bekannte Café in Montparnasse. Und damit, es war ein bisschen ein Bohème-Leben. Und das ist, wo sie gelernt haben, die Bourgeoisie zu verachten und irgendwie betrunken wie eine Kunst zu erleben und so weiter. Und ich würde sagen, heute noch in Paris, es gibt trotzdem diese Mentalität von Bourgeois-Bohème. Das ist noch, wir können uns damit immer noch sehr gut identifizieren. Das ist eine interessante Mischung zwischen Macht, aber auch Rebellion. Und das ist nicht nur in Paris, sondern auch weltweit, ich denke. Dann sprechen wir ein bisschen über die Disziplin, die es dann doch braucht, um Konzertpianistin zu sein oder zu werden auch. Du hast ja sehr wichtige, große, namhafte Lehrer gehabt, also Eric Lesage und Pierre Aymar, Laurent Aymar. Kannst du sagen, was die dir oder wie sie dir geholfen haben, so deinen Weg zu finden? Oder wer war da besonders wichtig für dich? Also es ist eine sehr gute Frage. Also bei der Pariser Conservatoire, wo ich eigentlich 5 Jahre studiert habe, von 15 bis 21 Jahre alt, mein Hauptprofessor war Michel Beroff und ich habe natürlich auch für Kammermusik mit Pierre Aymar gearbeitet. Es war eigentlich eine Mischung, es war sehr unterschiedliche Persönlichkeit, die sich ergänzt haben. Ich würde sagen, dass Eric Lesage entscheidend war, weil ich habe mich sehr stark identifiziert mit seiner Liebe zur Kammermusik. Und zu diesem Zeitpunkt, ich habe auch damals auch Komposition studiert und ich wollte auch Dirigieren studieren. Und ich dachte, ich werde viel Musikkomponisten werden. Also es war irgendwie in sehr viele Richtungen. Und er hat mir gesagt, du musst einfach Klavier üben. Und dank ihm habe ich mich ein bisschen mehr auf das Klavier konzentriert. Aber ich denke, man nimmt ein bisschen von all diese Persönlichkeit etwas und dann man macht seine eigene Mayonnaise sozusagen. Was interessant ist, dass wenn man zum Beispiel Pierre Laurent Aymar nimmt, seine Lehrerin war Yvonne Loriot, sie war die Frau von Olivier Messiaen. Und das heißt, er konnte Messiaen wirklich, wirklich vom Komponisten her verstehen und studieren. Und das ist etwas natürlich, das ist sehr wichtig und das gibt es nicht überall in der Welt. Zum Beispiel, es gab auch einen Pianist, er heißt Emil Naumov. Ich habe ihn als Teenager, als Lehrer gehabt während der Sommer. Und er war der letzte Schüler von Nadia Boulanger als Prodigy Child. Ich weiß nicht, wie das man auf Deutsch. Ja. Wunderkind. Und wenn man daran denkt, ich habe mit ihm Gabriel Fauré Nocturne ein bisschen, er hat mir beigebracht, wie das schön zu machen. Und wenn man daran denkt, Nadia Boulanger war auch eine Schülerin von Gabriel Fauré. Also gewissermaßen, man kommt irgendwie nah zu die Generation früher, wo die Komponisten selbst gekannt haben, man muss schon sagen. Anderes Stichwort Kammermusik. Hast du erwähnt, das gilt ja lange nicht für alle Pianisten oder Pianistinnen, dass sie gerne Kammermusik spielen. Ich denke, sogar vielen liegt es eher nicht so. Du hast das aber immer weiter verfolgt und auch sogar eine Zeit lang ein Kammermusikfestival geleitet. Ja, dieser Festival existiert nicht mehr, lange Geschichte. Aber ich spiele unbedingt gerne, leidenschaftlich gerne Kammermusik. Ich denke, das Klavier ist ein sehr dummes Instrument. Ich meine, man wirft einen Stein auf die Tasten und man bekommt Klang. Also ein Kind könnte das machen. Und es ist für mich nicht ein interessantes Instrument. Das Interessante ist das Repertoire und dass wir können andere Instrumente imitieren. Die Stimme natürlich, aber auch alle Wien-Instrumente, Streichinstrumente. Und es ist für mich unglaublich inspirierend, mit anderen Instrumenten zu spielen, weil ich mich von ihrem Klang inspiriere, ganz einfach. Und ich will das Klavier zum Singen bringen und andere Sachen interessieren mich eigentlich nicht.
Das bringt mich auch zu den historischen Instrumenten. Du hast ja auch mit historischer Aufführungspraxis experimentiert. Auch das ist nicht unbedingt gängig, also dass du gar nicht so festgelegt bist auf den Konzertflügel. Ich finde es immer faszinierend zu wissen, welcher Klang und welche Technik und haben die Komponisten zu ihrer Zeit erlebt, und es hilft uns sehr mit unserer Interpretation auf der modernen Flügel. Zum Beispiel, was Ravel betrifft, ich habe in Paris entdeckt, tatsächlich ein Klavier von der Jahr 1998, das ist der Jahr von Uraufführung von Bolero, und es ist ein Pleyel-Flügel. Und es lag in der Salle Pleyel und es war jahrelang nicht gespielt. Und es wurde restauriert, aber im Respekt von der Originalfaktur. Und ich finde der Klang unglaublich schön, also silberner Klang, und auch der die Stärke, die man braucht, für eine Taste zu drücken, ist natürlich ganz anders als auf ein moderner Flügel. Sie sind eigentlich ein bisschen Monster geworden. Man braucht sehr viel Kraft, und damals war es eigentlich viel leichter. Und es gibt uns Hinweise, wie man eigentlich mit diesem Repertoire hingehen soll. Also ich denke, es ist für mich immer faszinierend und interessant. Spannend. Nochmal vielleicht einmal zurück zu der Aufnahme jetzt, die ja auch zugleich die erste mit Orchester war von dir. Das ist halt was ganz anderes, als Soloklavier einzuspielen. Was für eine Erfahrung war das? Man macht ja doch mehr Kompromisse. Ich würde nicht sagen Kompromisse. Man hat vielleicht weniger Zeit und man ist vielleicht weniger flexibel mit dem Zeitplan, weil es gibt auch 80 Menschen, die da sind. Also für mich natürlich als Solistin, es ist wichtig, dass ich mich als Solistin mit Orchester positionieren. Also es ist irgendwie ein wichtiger Moment für mich, diese Release. Aber es war natürlich ein Privileg, mit dem RSB zu arbeiten, weil es ist natürlich ein hervorragendes Orchester. Vor allem im Haus des Rundfunks in Berlin. Es war eine sehr schöne Akustik, sehr inspirierend im schönen Saal. Also es war einfach ein Traum. Ich muss sagen, es war sehr, sehr ein Privileg, ja. Und es ist natürlich auch mehr Druck, weil man hat vielleicht nur insgesamt 12 Stunden und man muss, aber ich muss sagen, der Dirigent war sehr hilfreich und er hat das sehr gut gemacht. Aber es ist natürlich nicht ein entspannendes Prozess. Aber man muss sehr, sehr bereit sein und sehr, sehr gut organisiert sein. Aber ja, ich freue mich sehr. Wie fiel die Wahl auf das RSB? Also wie kam das zustande? Also ich weiß, dass die Rundfunkorchester in Deutschland haben als Aufgabe, Aufnahmen zu machen. Und wenn ich Meissners Klavierkonzert entdeckt habe, ich habe sie kontaktiert. Und damals Frau Clara Marejo, die Managerin des Orchesters, hat sofort ja gesagt. Wir können das irgendwie auf die Beine stellen. Verstehe. Mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein zu Massenet, weil ich gerade noch dachte, du hast das jetzt entdeckt, aufgenommen. Gibt es denn überhaupt von diesem Stück schon andere Aufnahmen? Also die Referenzaufnahme bis jetzt ist von Aldo Ciccolini. Er war ein Italiener, der eigentlich dann in Frankreich gelebt hat und Professor bei der Paris Conservatoire war, mit dem Orchester von Monte Carlo. Und ich muss sagen, ich habe ihn gekannt. Ich habe damals mit ihm einen Meisterkurs gehabt, wenn ich vielleicht 20 war und er war wahrscheinlich über 80. Und ich denke, es ist bis jetzt die beste Aufnahme, die existiert. Aber vielleicht das Orchester war nicht, ich würde sagen, so in Form wie das RSB heute. Also ich denke, in den letzten 30 Jahren, es ist eine der, also meine Aufnahme ist quasi die einzige. Also das fiel mir jetzt gerade so ein. Also es gibt dann ja wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig was. Wenn ich dich reden höre, habe ich das Gefühl, du spielst Klavier, aber du wirkst nicht so, als ob es jetzt das Einzige war, die einzige Zukunft, die du gehabt haben könntest. Ja, das stimmt eigentlich. Ich stamme nicht aus einer musikalischen Familie, sondern aus einer Familie von Musikliebhaber. Meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter war Professor für Literatur, mein Vater war Ingenieur. Also es hat eigentlich nichts mit Musik zu tun, aber es hat sich so ergeben. Und es war schon klar, wenn ich 15 war, wenn ich angenommen war bei der Prüfung bei der National Conservatoire in Paris, dass ich das beruflich machen sollte. Aber es wäre wahrscheinlich auch andere
Optionen gewesen. Ich wollte als sehr kleines Mädchen, also 6-Jährige, immer Balletttänzerin werden. Und ich habe tatsächlich ein Jahr gemacht, wenn ich 5 Jahre alt, und dann nie mehr. Aber mit 17 habe ich wieder angefangen, klassische Ballett zu machen. Und jetzt ist es irgendwie mein Hobby. Also ich finde es schön, wenn man einen Beruf hat, das mit Leidenschaft zu tun hat, auch andere Hobby zu haben, weil sonst ist es alles nur, also zu tanzen erlaubt mich eigentlich, zu der Musik zu reagieren, aber in eine mehr instinktive Art, weil natürlich, wenn ich zum Konzert komme, ich analysiere sehr viel, was ich höre und was ich sehe und wie die Leute spielen, und zu tanzen, es gibt mir ein bisschen Freiheit, mit dieser ein bisschen Distanz, sagen wir. Kannst du das denn viel machen überhaupt? In deinem Leben jetzt auf Tour zum Beispiel stelle ich es mir schwer vor, überhaupt was anderes zu machen so richtig. Also auf Tour kann man immer joggen gehen oder Yoga im Hotelzimmer machen. Das ist eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, unser Leben hat eigentlich sehr viel zu tun mit einem Sportler, weil wenn wir in der Früh reisen für ein paar Stunden und am Abend spielen müssen, manchmal eine Stunde und halb Musik allein auf der Bühne, es ist nicht einfach und es ist nicht automatisch, dass man fit ist, und Yoga zu machen hilft mich wirklich, die Spannungen der Reise irgendwie wegzukriegen und auch meine Emotionen, vielleicht auch mein Herzpuls ein bisschen langsamer zu geben, und es ist sehr, sehr wichtig für meinen Ausgleich, dass ich das mache. Empfindest du dieses Leben manchmal als einsam? Na, also ich würde sagen, dieses Leben ist gleichzeitig ein Privileg, aber auch man ist ein bisschen Sklave von dem Instrument, weil auch wenn man aufhört zu üben, es ist sofort spürbar, nicht nur für mich, sondern ich denke auch für das Publikum. Also ja, es ist einsam, aber meine Persönlichkeit ist eher so, dass ich habe immer selber, zum Beispiel meine Schwester wollte immer ihre Abitur mit anderen Freundinnen lernen und irgendwie revidieren. Und bei mir, ich war immer mehr effizient, wenn ich allein war. Also es ist für mich nicht so ein Problem. Und wenn ich auf Tour bin, ich lese sehr viel, ich höre sehr viel Musik, und ich denke, wenn man Musik hat, man ist nie wieder einsam. Was liest du gerade? Ich lese sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich lese von Irvin Yalom die Method Schopenhauer. Es sind Bestseller, aber sie haben mit Psychoanalyse zu tun. Ich finde es sehr interessant. Okay, wir machen den Kreis doch nochmal zurück zu der Aufnahme. Was war dir wichtig bei diesen beiden Konzerten? Also Massenet ist ja sowieso ein neuer Fußabdruck, aber bei Ravel, was war dir persönlich wichtig, in diesem Stück zu transportieren? Was ist sozusagen dein Ravel? Ja, ich habe mich bemüht, einfach eigentlich keine Aufnahme zu hören und meine eigene. Also ich habe dieses Klavierkonzert als Studentin schon gelernt. Wenn man in Paris Student ist, man lernt sowieso verpflichtet irgendwie dieses Klavierkonzert. Und ich habe es jahrelang nicht mehr gespielt, und irgendwie, es ist interessant, wenn man jahrelang ein Stück nicht mehr hört oder einfach weg und Distanz nimmt, es kommen immer neue Ideen, und irgendwie, ich denke im Unbewusst, wie sagt man, in seinem Unbewusstsein, es entwickelt sich und die Ideen entwickeln sich weiter. Und was ich auch faszinierend und wieso ich die beiden Klavierkonzerte zusammengebracht habe, ist, dass, obwohl das die musikalische Sprache sehr unterschiedlich ist, Ravel und Massenet haben eine Lehrer-Schüler-Beziehung gehabt. Und es gab auch diese interessante Geschichte, wenn Ravel 30 Jahre alt, er war schon ziemlich bekannt und erkannt, er wurde zum ersten Runde von Prix de Rome, das war dieses Kompositionpreis, abgelehnt, obwohl er war schon eigentlich sehr, sehr bekannt, und es gab einen Skandal. Und damals war Massenet als offizieller Komponist einer der Jury. Und ich finde es interessant, dass mit der Perspektive von heute, es ist eigentlich das Klavierkonzert von Ravel, die Welt gefeiert ist, und von Massenet ist total vergessen. Ich finde es auch sehr ironisch. Das ist ganz oft so, glaube ich, oder? Diese Geschichten gibt es oft. Aber wie findest du musikalisch, ergänzen die sich oder kontrastieren sie? Also, wie ich gesagt habe, die Sprachen sind sehr anders. In Ravel, man spürt sehr, sehr deutlich diesen Einfluss von Jazz, von Blues. Es ist irgendwie sehr viel Swing und sehr viel Groove, und
vor allem in diese schnelle Sätze. Und Massenet ist natürlich mehr, es scheint mehr traditionell zu sein, weil es ist eher die Salonmusik. Und es ist auch sehr interessant, er hat im dritten Satz, es heißt slowakische Arien sozusagen, falsche slowakische Arien erfunden, die eigentlich nicht existieren. Und es ist irgendwie eine sehr humorvolle Musik. Und es gibt sehr viele Einflüsse von Liszt. Er hat sich auch inspiriert von der ungarischen Rhapsodie. Und ja, es ist einfach sehr aufregende Musik. Mhm. Auf Tour bist du jetzt gerade mit deinem anderen Programm, weil du nicht das Orchester dabei hast, sondern du bist so mit kleinem Gepäck. Was ist das für ein Programm? Also ich wollte ein bisschen, weil 25 wird der 150. Geburtstag von Ravel. Er war 75 geboren, im März, um genau zu sein. Und ich wollte ein bisschen ein Hommage an Ravel machen. Und es gibt diese Ballettmusik von Ravel. Die Titel vom Ballett war Adelaide und die Blumen, Adelaide et les Fleurs. Und es ist eigentlich eine Kette von Walzern. Und er hat sich dadurch direkt inspiriert von der Walzer von Schubert. Schubert hat zwei Zyklus geschrieben. Die edle Walzer und die sentimentale Walzer. Und der Zyklus von Ravel heißt edle und sentimentale Walzer. Und ich wollte das irgendwie zusammen präsentieren, dass ich das Zyklus von Ravel spiele. Die sind eigentlich sehr kurze Stücke. Und dazwischen spiele ich, zwischen jedem Stück spiele ich auch einen Walz von Schubert, um die direkte Verknüpfung und Inspiration Verbindung zu zeigen. Und davor am Anfang des Programms spiele ich die drei Klavierstücke von Schubert. Die sind Stücke von die letzten Monaten seines Lebens. Und das Konzert hört auf mit Gaspard de la Nuit. Das ist vielleicht das schwerste Stück von französischem Repertoire, kann man auch sagen. Aber nicht nur schwer, sondern es ist auch für mich die schönste. Die sind eigentlich, diese drei Stücke sind inspiriert von Gedichten von Alois Bertrand. Man sagt auf Deutsch, ich denke, Schatzmeister der Nacht. Und es ist wunderschöne Musik. Eigentlich, dieser Dichter war aus romantischen Zeiten, aber Ravel hat sich wirklich in Musik übersetzt sozusagen. Es ist faszinierend. Okay, ich weiß nicht, wer jetzt diese Tournee erwischen kann, wann das hier alles gehört wird. Hoffentlich gehen Sie doch und gucken Eloise Bella Kohn an. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Und ich freue mich auf das Album. Danke, liebe Fanny. Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation: Fanny Tank. Ausführende Produzentin: Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion: Robert Niemeyer. Musik: Markus Zierhofer.